Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ja, Massimo, an alter Wirkungsstätte heute zurückgekehrt. Erstmal vielleicht zum Empfang. War das okay heute, oder? Ja, war absolut in Ordnung. Hätte auch schlimmer kommen können. Klar, im Spiel waren ein paar Buhrufe dabei. Aber das ist normal und das ist halt, muss man halt mit rechnen. Aber trotzdem war es schön, hier hinzukommen und viele bekannte Gesichter zu sehen. Viele Leute, mit denen man auch einen guten Kontakt gepflegt hat. Und wie gesagt, man kommt gerne hier hin und es hat mir riesen Spaß gemacht und auch die Atmosphäre wieder zu genießen. Ja. Zum Spiel selber 1:1. Unverdient, verdient oder gerecht? Was würden Sie sagen? Ja, vor dem Spiel hätte ich einen Punkt auf jeden Fall unterschrieben, weil ich kenne es hier. Also Osnabrück lebt von ihrer Heimstärke und ich denke, jeder Gegner wird es hier schwer haben. Und wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird. Ich persönlich sowieso. Und von daher kann man am Ende sagen, es wäre ein Punkt absolut zufrieden. Aber gut, wenn man es mal so sieht, wenn das Ding am Ende reingeht und wir hatten noch zwei richtig gute Chancen, geht man auch mit 3 Punkten hier nach Hause. Und anfangs haben wir Druck gekriegt, klar, Osnabrück war gut im Spiel. Aber wir hatten auch am Anfang unsere Chance, wo wir alleine vorm Tor waren, da kann es auch schon 1:0 stehen. Und wie gesagt, also wir kriegen eigentlich ein ärgerliches Tor rein. Ich denke, der muss auch nicht drin sein. Und am Ende hatten wir die besseren Chancen, meiner Meinung nach. Und mit ein bisschen Glück geht mein Eckball halt rein, also der am Pfosten geht, der Kopfball. Und da hätte sich keiner beschweren können, denke ich, wenn es auch 3 Punkte sind für uns. Also, ja. Der FSV jetzt, würden Sie sagen, auch das Zeug weiter oben mitzuspielen oder wie sieht da im Moment das Fazit aus? Die Liga ist weiterhin sehr ausgeglichen, wenn man die Ergebnisse heute wieder sieht. Ja, absolut. Ich kenne die Liga jetzt wirklich mein viertes Jahr und es wird immer enger, glaube ich, von Jahr zu Jahr. Dieses Jahr ist es auch wieder sehr, sehr eng und man sieht, man darf sich wirklich kaum Ausrutscher erlauben. Es kann schnell wieder anders aussehen. Mit 1-2 Niederlagen ist man direkt wieder unten oder mit 2-3 Siegen ist man oben halt. Ne? Und wie gesagt, wir haben halt eine richtige Siegesserie jetzt von 8 Spielen ungeschlagen und ich denke, das zeigt auch eine gewisse Konstanz und dass wir auch aus so einer Drucksituation am Anfang rausgekommen sind, wo wir wirklich Probleme hatten, weil wir wirklich eine komplett neue Mannschaft waren, 20 Leuten und gut ab, wie wir da rausgekommen sind und ich muss sagen, halt wie gesagt, wir wissen, dass wir Qualität haben und wir haben absolutes Selbstvertrauen jetzt getankt aus den letzten Spielen und genauso deswegen kommen wir auch heute nach dem 1:0 so gut zurück. Also am Anfang werden wir eingebrochen, sage ich ehrlich. Und jetzt sieht man halt, wir wissen, was wir können und kommen dann auch stark zurück. Und wie gesagt, also ich hoffe, dass es so weitergeht. Und ich denke, dass wenn wir eine gute Konstanz die ganze Saison reinkriegen, dass wir auch eine gute Rolle unter den ersten 7, 6 spielen werden. Was uns als Osnabrücker Berichterstatter heute noch ein bisschen gewundert hat, war die Platzwahl. Da hat der VfL verloren und musste in der ersten Halbzeit auf die Ostkurve spielen. Haben Sie da ein bisschen mitgewirkt, dass Patrick Ochs so entscheiden sollte? Weil das ist ja schon ein psychologisches Moment hier für die Osnabrücker, wenn die in der ersten Halbzeit nicht auf die Fans spielen müssen. Also ich muss sagen, ich war nicht beteiligt. Also das hat der Trainer selber erkannt, aber ich hätte es auch so gemacht, weil wie gesagt, ich kenne das hier. Zweite Halbzeit ist nochmal richtig gut Stimmung am Ende. Die werden immer gepeitscht. Das war bei uns, also mir in der Mannschaft genauso. Ich kenne das. Und von daher ist es vielleicht ein kleiner psychischer Vorteil. Das ist immer so, halt, dass die zweite Halbzeit dann auf einmal auf den leeren Rang spielen, nicht auf ihre Kurve und wie gesagt, von daher sind das immer kleine Tricks, die man mitnimmt, aber das heißt jetzt nicht, dass man dadurch ein Spiel gewinnt, aber gut, klar, es war schon so gewollt vom Trainer und hat funktioniert. Alles klar.